Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport FIFA. Und ich weiß, die Folge hat es ein bisschen auf sich warten lassen, denn ich hatte so ein bisschen, ja, einen Kreativblock, wie ich hier das Güterterminal hier bei der Lebensmittelfabrik mache. Und vor allem, mir haben die richtigen Assets gefehlt, oder sie fehlen mir eigentlich nach wie vor. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wie ich das ganz gut umsetzen kann, beziehungsweise das, was ich vorhabe, ein bisschen kaschieren kann, weil ich keine Assets dafür habe, also muss ich kreativ werden. Vom Gleisplan her werden wir das so machen, dass wir hier so rausfahren. Wir machen dann hier so einen Empfangsbereich mit so ein paar Gleisen, dass hier ein paar Züge drinstehen können. Und dann machen hier die große Kurve, dann gibt es hier dann den Entladebereich, da kommt noch ein bisschen Industrie dazu und dann können die dann gerade wieder rausfahren und wieder retour. So ungefähr der Plan. Das Ganze gibt es für euch im Zeitraffer. Das hat knapp 1,5 Stunden gebraucht. Und dann schauen wir uns das mal an, was ich da so schönes hingebastelt habe. Also, bis gleich.
Ja, und damit ist das Speedbuild endlich fertig und mein ganzer Bau. Schlussendlich habe ich knapp ja, 2,5 Stunden jetzt gebraucht. Ging jetzt gerade über 2 Tage. Und ich würde sagen, ich bin soweit zufrieden. Ich muss leider einen Teil nochmal neu bauen. Ihr habt es dann hier in der Cinematic dann gesehen, weil mir das Spiel dann zum Schluss abgestürzt ist. Und Save Game ist dann nur alle 10 Minuten. Also habe ich 10 Minuten verloren und habe das nochmal neu gemacht. Aber ja. Ich bin zufrieden erstmal. Das ist jetzt eine Lösung, wo ich sagen kann, so kann man das lassen. Also hier der Empfangsbereich, klar, da haben wir jetzt eigentlich nur ein Gleis, was man wirklich nutzen kann, weil zwei besetzt sind. Und finde ich, sieht eigentlich noch ganz schön aus. Also hier noch die Dieselbetankungsstelle, so klar, ein Wasserturm, die Dampflok, was hier steht. Da stehen ein paar Wagen, die könnte man dann noch mitnehmen. Und ein bisschen Unrat, ein Parkplatz hier, ein kleines Lagergebäude. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr hinmachen. Hier habe ich noch so einen kleinen Imbisswagen hintern, dass wenn der Lokführer hier reinkommt, da kann er sich einen Burger holen. Die Besandungsanlage, die ist zwar amerikanisch, aber warum auch nicht? Das stört jetzt nicht so wirklich. Ein kleines Häuschen hier. Postbox da, der kleine Übergang, dass man hier auf die andere Straßenseite kommt und hier in die Richtung raus nochmal kleine Schiersignale. Und dann geht es hier hinten in die große Kurve. Also ja, und hier noch natürlich das kleine Stellwerk für hier. Glaube ich, ein bisschen übertrieben für da. Ich habe das jetzt auch mit Handweichen hier machen können. Hier in die große Kurve rein. Und dann ab hier 20. Hier wird das gemacht. Hier ist ein Hebel für die Weiche. Wir können dann da hingehen und die Weiche stellen. Ist dann 20 in dem Gebiet. Dann haben wir hier die Waage, die dann schaut, wie schwer ist denn der Zug eigentlich. Und dann fährt der ganze Zug hier rein. Und hier drin dann quasi die versteckte Entladung. Ich denke, die Lösung, die kann man so lassen. Hier ebenfalls noch mit Dieseltankstelle, die Umfahrung hier. Dann hat es hier noch das kleine Depot. Kann man ebenfalls noch mal die Lok wenden, wenn es sein muss. Mit so einem kleinen Wasserkran hier. Und hier halt noch ein bisschen Industrie. Das habe ich halt primär noch mal neu machen müssen. Da steht halt ein, ja, steht ein Haufen Lebensmittel da und sonstiges. Ein paar Industriegebäude, ein paar Autos, LKWs. Hier hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Das Ganze abgezäunt ab da hinten. Und auch da hat sie hier so ein ja, Taco-Laden. Kann man sich hier Tacos holen. Also aus die Wahl zwischen Burger und Tacos. Ich denke mal, so dekomäßig ist okay. Ja, bin ich erstmal zufrieden. Pumps habe ich jetzt mittlerweile auch schon aufgestockt. Ihr seht, sind schon ein paar am Reinkommen. Und wir haben jetzt hier 118 Brot. Ich muss es mal beobachten. Jedenfalls werde ich da noch ein paar mehr Trams reinschicken. Und hier die Auslastung geht auch schon nach oben. Sehr gut. Ja, dann hier die Ausfahrt. Erstmal hier mit 40. Da hat es auch nochmal seine Handweiche. Der Übergang hier zu der Straße nach hinten. Ab da dann 60. Und hier das eigentliche Ausfahrsignal, wo es dann wieder auf die Strecke geht. Und hier noch den Schutzbereich, dass wenn er hier über Rot fährt, dass er hier entgleist. Rein theoretisch wird natürlich im Spiel nie passieren. Aber damit es hier mal angedeutet ist. Ich glaube, das habe ich noch nie in irgendeiner Episode gemacht, dass ich so eine Stelle baue. Glaube ich. Muss ich mal nachgucken, ob ich baue sowas recht selten. Das sollte ich eigentlich öfter machen. Gut. Von der Linie her, es ist hier schon eine unterwegs. Das ist das da hier. Fährt hier eher auf dem untersten Gleis durch, dann da oben rein. Und hier tut er sich zwar beschweren, dass die Ladegeschwindigkeit zu niedrig ist. Ist mir aber egal. Und der Zug ist auch schon unterwegs. Und bei dem Zug habe ich ein paar Cinematic-Shots gemacht und die zeige ich euch jetzt.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.